Ahoi, Adventurerinnen und Adventurer! Und herzlich willkommen zurück zu Day of the Tentacle. Ja, ich würde sagen, wir hatten wir uns das eigentlich schon. Die alten Toiletten. Die ja. Kumquats. Ja. Okay, Kumquats, ja, mal gucken. Wir gehen hier einfach mal gelustig weiter. Was? Gasthaus. Natürlich, aha, aha. Ein Wagen. Der Pony Express oder was? Ja, nee, nicht wirklich. Er ist total verschmutzt. Das, ja, das, richtig. Oh, was haben wir da? Geschlossen. Ja, dann öffne ihn doch mal. Aha. Können wir uns den angucken? Sie sind brillant. Was für ein Design. Kommen Sie sofort nach Baltimore. Nach Baltimore. Ja, aber sonst geht's. Na gut. Dann schauen wir mal. Cool, der Portier ist eine Mumie. Ja, das ist doch normal damals gewesen, oder? Was denn los? Keine Lust auf Reden, was? Schweigegelübde oder so, richtig? Hey, das ist cool. Ich habe etwas für Red Edison. Weißt du, wo ich ihn finde? Kollege, der antwortet hier nicht, ja. Toller Hut, Mann. Richtig. Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um... Ich kenne Jungs, die würden Schaben essen, um Hüte wie diesen zu bekommen. Oh Gott. Sie heißen unsensibles Draufspucken. Ja. Sie spielen Funk-Poke. Sie spielen Funk, Punk, Folk, Polka, House, Grunge, Rock. Das, der Hammer. Das spiele ich auch immer. Sie wurden von Bands wie Limpid Harmonica und Howlin' Moon Rocket Limbo beeinflusst. Ah, natürlich. Schön, ja, mit dir zu sprechen. Ja, ja, ich sehe den Zusammenhang nicht. Oh, ob die immer noch geht? Aha. Hey. Hey. Was gibt's? Du kommst mir bekannt vor. Natürlich tue ich das. Ich bin Red Edison, der Begründer, um nicht zu sagen der Besitzer dieses Gasthauses. Aha. Vielleicht hast du mein Bild mal in einem wichtigen Journal gesehen. Nein. Oder vielleicht auch nicht. Ja. Kennst du Ben Franklin? Franklin? Mit dem würde ich nie zusammenarbeiten. Natürlich nicht. Er hatte eine blöde Idee über Brillen mit einem grünen und einem roten Glas. Okay, blöde Idee, ja. Nee. Was machst du da? Ich erfinde, du Dummkopf. Wonach sieht das sonst aus? Selbstverständlich erfindet er. Was denn auch sonst? Das habe ich ganz vergessen. Einen Moment, ich bin sofort wieder da. Also, irgendwas ist heute der Wurm drin. So. Ich kenne jemanden, ja, ich genau. Ich kenne jemanden, der sieht aus wie du.
Tja, es ist keiner meiner Söhne. So viel ist sicher. Es sieht danach aus, als wäre ich, Red Edison, größtes Genie meiner Zeit, der letzte in einer langen Tradition von Erfindern. Meine nicht auseinanderzuhaltenden Söhne haben sich entschieden, Künstler zu werden. Ich glaube, es war jetzt Idee. Oder war es nett? Wie auch immer, der Linkshänder war's. Muss schlechtes Blut von ihrer Mutter sein. Was erfindest du? Das ist ein komplexes Metallgerät, um den Papierverbrauch zu reduzieren. Aha. Okay. Bis später dann. Vielleicht, wenn du deine Haare kürzer schneidest. Ja, natürlich. Superbatterie, was? Brillantes Design. Manchmal staune ich selbst über mich. Jetzt brauche ich noch Öl, Essig und Gold. Richtig. Das hatte ich mir schon gedacht. Mahlzeit. Was haben wir hier noch? Voll mit Plänen und Müll. Voll mit Plänen und Müll, aber sonst... Oh, was ist mit dem Laborkittel? Kann ich den... Hey, nur Angestellte dürfen den Laborkittel benutzen. Ah, verstehe. Ich dachte, ich wäre jetzt, ja. Was haben wir da sonst? Ein Linkshänderhammer. Du weißt, dass das ein Linkshänderhammer ist, oder? Ich habe ihn erfunden. Ja. Er war für meinen linkshändigen Sohn. Ach ja. Okay. Nö, das war's dann wohl. Denke ich. So, was haben wir hier noch? Ah ne, Moment. Lass uns mal zunächst nach oben gehen. Ein Bett, ja. Bett? Ja. George schläft hier. Kordel. Ich wette, die ist für den Diener, wie im Fernsehen. Kann man die... Hier bin ich, immer mit der Ruhe. Entschuldigung, Mr. Washington. Junge, was für eine Unordnung. Okay. Moment, was ist das? Aha. Altmodische Lauge in einer gebräuchlichen Form. Ja, nimm mit. Warte mal, Lauge? Okay. Okay, okay. Was ist hier oben? Kann man da noch irgendwas? Nö. Na, schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, ja, die Fahne kommt ja gleich dran. Ich arbeite so schnell ich kann. Kein Problem, lass dir Zeit. Erzähl mir nicht, das ist schon wieder ein neuer Entwurf für die Fahne. Ich habe einen anderen Entwurf für die Fahne. Ich wusste es. Was haben unsere Gründungsväter jetzt wieder ausgebrütet?
Was könnte ich einen chromfarbenen Roboter-Adler drauf haben? Wie wäre es mit einem Totenkopf mit Skorpionen im Mund? Sollte ein Hologramm mit drauf sein? Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Ja, definitiv. Wir brauchen ein Mädel im Lederbikini mit einer Breitaxt. Oh, was für ein Dreck. Inzwischen würde ich einfach alles tun, nur um damit fertig zu werden. Leg den Plan auf den Tisch und ich schaue es mir an, wenn ich hier fertig bin. Aha. Ich will, die mag ich. Zu spät. Die wurden schon abgelehnt. Okay. Gut. So viel also dazu. Ich verstehe nicht, wie sowas fliegen kann. Ja. Den technischen Kram verstehe ich nicht. Du sollst es mitnehmen und nicht verstehen. Dann nimm wenigstens die Weinflasche mit, okay. Aha. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Sieht aus, als hätte er hier viel Zeit verbracht. Gut, 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 aber das war's dann wahrscheinlich, ha? Hi, Pferd. Selber Hi. Was? Ups, du kannst ja sprechen. Hey, das kannst du auch. Was für ein Zufall. Ich dachte, Pferde könnten nicht sprechen. Vielleicht wollten sie auch nur nie mit dir reden. Schon mal daran gedacht? Du meinst, die Pferde haben mich mein Leben lang reingelegt? Wenn du es so formulieren willst. Ist das eine Art Trick? Keine Magie. Ich bin nur ein Pferd. Natürlich. Was sonst? Nette Zähne. Danke. Ich habe auch viel dafür gezahlt. Okay. Habe ich schon erwähnt, dass deine Zähne toll aussehen? Danke auch. Was macht ein Pferd wie du an einem Platz wie diesem? Hey, ich wohne hier. Was willst du hier? Ich will zurück in die Zukunft, um die Welt zu retten. Die Zukunft, ja? Und ich dachte, Franklin wäre verrückt. Nun, ich muss gehen. Bis später. Haben wir irgendwas im Inventar? Was haben wir denn hier noch? Ja. Die Frage ist, welcher ist Styropor und welcher ist der echte McCoy? Ich möchte bemerken, dass wir beide echt sind, aber keiner ist McCoy. Wir sind Edisons, Ned und Jet. Wer ist wer? Ist das wichtig? Unser Vater kann uns auch nicht unterscheiden. Er weiß nur, dass einer von uns Linkshänder, der andere Rechtshänder ist und dass wir beide nicht in seine Fußstapfen treten werden. Halt still, Jet. So, ich traue mich kaum zu fragen, sind Sie der Marmorlieferant oder das Model? Ich bin das Model. Soll ich mich jetzt ausziehen? Nein, nein, das solltest du ganz bestimmt nicht. Bei deiner Figur hätten wir Probleme, außer wenn wir zwei Marmorblöcke zusammensetzen würden, aber dann hätte dein Abbild einen Sprung. Macht nix, den hab ich eh. Rufen Sie uns nicht an, wir rufen Sie an. Bin kein Marmorhändler, aber hartes Zeug ist mein Leben. Ich bin sicher, das ist da, wo du herkommst, mächtig witzig. Wo genau kommst du her?
Aus der Zukunft. Klingt das nicht gruselig? Hui, buh, die Zukunft. Ich komme aus der Zukunft. Aufgepasst. Mann, es wäre so schön, wenn du nicht mehr hier wärst. Ich bin der Lieferant. Kann ich hier abladen? Zurzeit haben wir ausreichend Medium. Daher danke. Nein. Das ist nicht Medium. Das ist das extra starke Zeug. Verschwinde bitte. Wir Künstler reagieren sehr sensibel auf Leute wie dich. Natürlich. Welche Art Leute? Dumme Leute. Fette, dumme Leute. Okay. Entschuldigung, ich hoffe, ich habe euch nicht gestört. Zu spät. Sackgesicht. Unterdessen. Diese Gründungsväter machen mich verrückt. Alle paar Minuten ein neues Fahnendesign. Sobald ich mit diesem Ding fertig bin, mache ich ihnen eine Fahne, ob fertig oder nicht. Okay. Ich kann es nicht öffnen. Sieht aus, als wäre hier eine Prothese drin gewesen. Hey, ich muss sie irgendwo reinlegen. Ja. Hi. Du schon wieder? Willst du noch zurück in die Zukunft? Von einem Pferd ausgelacht. Boah. Aber wir haben nix. Ne Katze. Kann ich mit der auch reden? Na. Was für eine niedliche Miezekatze. Moment. Vielleicht. Mahlzeit. Rechtshänderhammer. Ob da wohl was zu essen drinne ist? Können wir vielleicht irgendwas? Ich will nicht. Ist ja gut. Na gut, Seife. Dürfte wenig Sinn ergeben. Ich hab's verlernt. Natürlich. Oh, wo ist nur die Muse hin, die einst meine Hand so künstlerisch führte? Oh nein. Muss die Inspiration so flüchtig sein? Ja. Und so grausam. Ja, die grausame. Oh Gott. Ich bin ein Versager. Sag das nicht nett. Doch. Vater hatte recht. Wir Edison sind Wissenschaftler, keine Künstler. Richtig. Lieber Bruder, wir müssen stark sein in diesen Zeiten der Missgeschicke. Warum lässt du mich nicht einfach mal eine Weile hämmern? Ich räume diesen Müll weg und fange neu an. Du ruhst dich aus, trinkst einen Cappuccino. Einen Caput natürlich. Ich bin froh, dass wir getauscht haben. Ich glaube, das könnte etwas werden. Kann ich das ganze Spiel vielleicht? Na? Nochmal spielen? Ich kann keine zwei Egos an einem Tag zerstören. Oh, schade. Schade, schade, schade. So, wo wollte ich jetzt hin?
Gehen wir nochmal zur Katze. Genau, hier waren wir ja zuletzt beschäftigt. Hoppla. Gut, sie will nicht. Was haben wir hier? Hm. Wohin damit? Sehr spartanisch. Ja. Oh. Okay. Mahlzeit. Hm. Können wir die nehmen? Wohin damit? Das kann ich nicht machen. Schade. Ja, nein. Ah, warte mal. Das ist das die Matratze quietscht? Moment. An, als hätte die Katze eine Maus gefangen. Puh. Ich weiß jetzt zwar nicht, was oder ja. Oh mein Gott. Na gut, dann machen wir jetzt mal Folgendes. Sehr gut. Oh oh. Junge, Junge. Ist nicht zu glauben. Ach verdammt, hätten wir da noch was? Na egal. Ach, die Chefs. Thomas Jefferson und John Hancock, natürlich. Warum sollten die auch nicht? Ja. Moment, kann ich eigentlich da wieder zurück? Nee, kann ich nicht. Was ist mit... Jupp. Hallo? Hallo. Was ist los? Kalt? Kalt? Ich friere. Warum macht ihr kein Feuer? Ich bitte Jefferson ständig um ein Feuer, aber er will nicht. Sagt, er braucht den Holzblock für die Nachwelt und will ihn nicht hergeben. Natürlich, ja, das ist... Er gibt den Holzblock hungernden Kindern? Ich werde einfach nicht beachtet. Ich wette, wenn George, ich war einen Winter lang in Valley Forge, Washington, kalt wäre... bekämen wir ein Feuer. Was macht ihr Jungs hier? Wir schreiben eine schreiben die Wir entwickeln eine Verfassung für die Vereinigten Staaten. Ach so. Sag nicht entwickeln, sonst wird mir noch kälter. Flasche. Warum trinkt ihr keinen heißen Kaffee? Ich hasse Kaffee. Er macht mich ganz nervös und dann werde ich ganz zappelig. Natürlich. Aha, kann ich mir vorstellen. Aber bitte mach es nicht hier drin. Warum unterschreibst du so groß? Astigmatismus. Okay. Du meinst, du hast einen Kindheitskomplex? Okay, die Wahrheit ist, dass mir mal ein Freund sagte, Frauen würden auf Männer mit großer Unterschrift stehen. Solltet ihr Jungs nicht arbeiten, statt nur rumzusitzen? Blackout. Uns fällt nichts mehr ein. Deswegen haben wir da die Vorschlagbox hingestellt. Du hast nicht zufällig eine gute Idee, oder? Butterbroten für Roadies. Wie wäre es mit gratis Butterbroten für Roadies? Nein, es gibt da nichts wie.
Spar es dir, den Satz kenne ich schon. Tolle Decke, Mann. Dankeschön. Die habe ich von meiner lieben farbblinden Tante Hetty. Ja. Ich muss gehen. Genau. So. Gehen wir doch mal hier. Durch die Tür. Ne, Moment. Ach, die brauchen wir gar nicht öffnen. Ja. Hallo, du sollst... Nein, du sollst doch einfach nur da... So. Spaghetti, ja. Oh, Öl. Sehr gut. Kann man da noch was? Ich will nicht. Na gut. Na gut, na gut, na gut. Ein Eimer. Schauen wir mal, ob noch was im Schrank ist. Was Errungenschaft freigeschaltet? Strafregister Kleptomanie. Natürlich, natürlich. Das was auch sonst. Aber sonst. Ne. Mahlzeit, Kollege. Moment. Wir haben doch genau. Aha. Ja, das natürlich, wenn man dann mit seinem dicken Bauch einfach da. Leute, wie war das noch? Da fällt mir, glaube ich, gerade was ein. Boah, das ist schon so lange... Ach, hier doch nicht. Es ist schon so lange, dass ich dieses Spiel gespielt habe. Aber ich glaube, ich erinnere mich an was. So... Das Wasser ist jetzt seifig. Jawohl. Dumm-di-dumm. Uh-oh. Sieht nach einem großen Sturm aus. Das ist der Grund, warum ich mein Auto nie wasche. Aha. Hey, Ben. Was willst du? Wo gehst du hin? Was ist mit deinem Experiment? Auch die Wissenschaft wird manchmal durch den Regen aufgehalten, mein Junge. Aber wie willst du jemals einen Blitz einfangen, wenn du bei Sturm ins Haus gehst? Um ehrlich zu sein, keine Ahnung. Die Wissenschaft der Elektrodynamik ist offensichtlich ähnlich wie dein Gehirn. Es steckt noch in den Kinderschuhen. Zurück zum Zeichenbrett. Ja. Was für ein Genie. Oh, ja. So könnte man es wohl sagen, nicht wahr? Ja, mindestens. Mahlzeit übrigens. Hatte ich schon Mahlzeit gesagt? Ich weiß es nicht. Können wir eigentlich hier mit ihm jetzt noch weiterreden? Was denn los? Wo finde ich denn Essig, natürlich? Wo finde ich denn Essig? Ja. Gibt es hier Restaurants? Nein. Wo findet man hier Gold? Ja. Oh
Garant. Ja, bis ich glaube, genau, das hat nämlich wenig Sinn. Und ich würde auch sagen, für die heutige Folge soll es das erstmal gewesen sein. Bleibt mir nur zu sagen, Leute, haltet die Ohren steif, habt eine geile Zeit, euer Tetragamer Marcel. Ciao, Leute.